So, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evolve Together. Wir sind gerade voll im Game und ich darf jetzt endlich auch einen Charakter auswählen. Letzte Runde haben wir mit Hank gespielt. Schildprotektor, Laserschneider, Orbitalschlag, kennen wir ja schon. Und ich würde euch gerne jetzt die anderen Typen zeigen. Das ist Bucket, das ist Cabot und wir gehen einfach mal in der Reihenfolge vor. Was spielst du? Ja, von mir auch herzlich willkommen zurück. Und ich darf mir jetzt auch endlich einen Charakter raussuchen. Oder auch nicht. Ich muss Markov nehmen. Warte, dann tauschen wir. Bist du, ach nee, Nee, Support nee, ist ja nee, auch nee, nicht nee, deins, nee. ne? Ich nehme jetzt hier. Na gut, dann wähle ich Bucket. So, Bucket habe ich auch schon auf Elite freigespielt. Nehmen wir den. Angeber. Ja, ich sag's ja bloß. Ich Okay. habe auch jemanden auf Elite. Oh, Geist. Ah, oh, Angeber. Wo bist du eigentlich Deprimiert. gewesen gerade? Da ganz rechts. Echt okay. Ich habe deinen Namen gerade nicht gesehen, deswegen. Danke. Bitte! Hey, Großer! Bist du bereit für etwas Nee. Spaß? Ich bin bereit zu kämpfen und zu siegen. Willst du die Sache etwas interessanter machen? Wie wär's mit einer kleinen Wette? Ja, ich wette, dass Markov überlebt und das Monster stirbt. Wird aber schwierig für dich zu zahlen, wenn du falsch liegst. Siehst du, da Deshalb hast du es. gewinnt Markov seine Wetten auch immer. Keine Sorge, Mr. Presley. Wir können seine Wettschuld von den Beerdigungskosten abziehen. Ach, nee, du. Ist doch ganz einfach. Nee, Bucket habe ich relativ kurzzeitig jetzt 7 gelernt. Da ich lange immer nur mit Cabot gespielt habe, dem letzten Charakter. Und der hat aber den coolen Skill, dass er seinen Kopf abnehmen kann und damit einfach mal die Gegend abscannen kann. Das Problem ist, das Monster hat keine Fußspuren hinterlassen, damit lässt es uns relativ kalt hier stehen. Ja, ich kann nur hoffen, dass wir das jetzt relativ schnell irgendwo finden. Weil Geist dann doch schon sehr unangenehm werden kann. So, hier ist das Wasser, hier sehe ich nichts. Da hinten ist er. Unten auf der Map, unten bei dieser Zacke. Oh, fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann es nicht markieren. Das ist der Nachteil in dem Modus. Das So. war ganz schön knapp, mein Markiert Lieber. ist er. Wenn diese Kreaturen hier häufiger vorkommen, verstehe ich auch, warum sie uns Alles kommen. klar. So, Bucket hat außerdem Ja. eine ziemlich geile Waffe. Einen Raketenwerfer, der dann lasergesteuert seine Ziele noch lenken kann. Das seht ihr gleich. Und 5 kleine Geschütze, die er auslegen kann. Was gerade in einem Fight, in einer Arena extrem praktisch ist. Und haben wir unseren Trapper mit hier? So. Ich habe echt keine Ahnung, wie viel Schaden das macht. Oh, Alter, dieses Drecksriesen-Mistvieh. Kack. Ja? Where the fuck is the ghost? Der ist weiter. Where the fuck is our trapper? Hinter dir? Oh, Alter. Nee, hinter dem Healer. Der ist hier oben. Hab ich gehört. Du bist ja ein Spitzohr, bist du. Ich starte einfach mal die Drohne. Ist der hier hinter? Ja. Okay. Also der Vorteil von der Drohne ist natürlich, dass sie um einiges schneller ist als die Jäger zu Fuß. Sonst wäre es so relativ Dort ist unnütz. er, Ja, oder? Wow. ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. So. Geist lokalisiert. Ah, fuck. Man muss eben eine bestimmte Zeit in diesem Visier halten, damit man es markiert. So. Ah, das wird dünn. Das kriege ich nie. Und auf der Map sieht man dann auch die ganze Zeit, wie es sich bewegt und wo es ist. Jetzt bewegt sich es gerade gar nicht. Es entwickelt sich, oder? Nein, reicht eigentlich schon gar nicht. So, ich versuche ihm mal den Weg ein bisschen abzuschneiden. So. Ist bei uns drin. Mal sehen, ob hier lang kommen will. So. Das will da hinten lang. Ach, verdammt, das ist einfach verdammt schnell, dieser Geist. Aber irgendwie mal markieren tut unser Typ das auch nicht, oder? Mit wem spielt er? Mit Abe, ne? Ja. Nee, nicht wirklich. So, Close Combat, pam! Auf die Fresse!
Ich häng so hinterher, ey. Ja, frag mal unseren Trapper. Oh, das. Alter, der saß. Ich versuche mich mal. Nee, oh, mich nervt dieses Jetpack, Alter. Das Schnettpack. Oh Mann, ey. Klasse, Stufe 2. Wäre unter mir als Trapper nie passiert. Ich wollte gerade sagen, also nee, jetzt mal ehrlich, das ist. Der Trapper geht mir gerade ziemlich auf den Sack, weil der hat nun mal den Charakter, der das Monster markiert. Und ich bin ja der Einzige, der das Monster markiert. Die ganze Zeit. Der markiert irgendwelche Tiere. Ja, ich weiß nicht, ob er es noch nicht gerafft hat, aber. Geroffelt. Wo zur Hölle sind die? Ich bin hier hinten. Ach, du bist weil mit da. Bin. Ach ja, stimmt, du bist ja auch mit. Weil ich erst einen Weg abschneiden. Boah, Alter, ist das euer Ernst? Ich könnte so ein schneller Laufen-Skill vertragen. Mhm. Oh, ein Albino! Könnten wir alle. An den Steinen ist manchmal ein bisschen schwer hochzufliegen. Da es zum Teil nicht ganz glatte Oberflächen sind. So. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo das Vieh jetzt gerade ist. Wow! Ah, ich wäre angegriffen. So, beobachten wir doch mal die Gegend. Ein wunderschöner Tag. Ein Sonnenaufgang auf dem Planeten Stier. Scheiße. So. Wir haben jetzt ein Power-Up, mit dem wir weniger Schaden bekommen. Ist auf jeden Fall nützlich. Fußball. Gerade können wir das zwar nicht so gebrauchen, da hätten wir eher irgendwas zur Beschleunigung gebraucht, aber na, was soll's. Einem geschenkten Gaul. Kennt er, ne? Schaut man ins Ma. Ne, warte, lieber. Du bist so voll Idiot. Ach, scheiße. Oh, meine Fresse, Alter. Der ist schon nicht schlecht. Also, man merkt, dass der routiniert Geist spielt. Na, okay, nehmen wieder die Medikpistole. Kriegt ihr den markiert? Der hat alles ringsrum markiert. Geil. Oh, meine Fresse. Der ist hier unten. Ah, scheiße. Markieren. Ich sehe dich und jetzt sehen wir dich alle. So, markiert ist er. Pam aufs Maul. Wie ihr mich einfach mal wieder abgehängt habt, das ist so zu feiern. Aber ist der Assault standardmäßig langsamer als die anderen Klassen? Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ne, ich habe das nicht so das Ziel, das Feed markieren zu müssen und. Weiß nicht, macht mich langsam. Allein die Tatsache schon. Mach das Viech alle! Da, bei dem Wirkel muss ein Kadaver sein. Hab dich! Na, endlich. Das war krass, ich will ihn! Ich hab die Medipistole auf dich gerichtet! Weiter! Ja, da geht ganz klar die ganze Zeit nur auf unseren Trapper. Gemein. Du heilst die ganze Zeit? Was? Ah nee, du bist. Ah, ich bin so gewöhnt, dass du entweder Trapper oder ja, Medic bist. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal meine Minen gelegt. Die machen nämlich echt, also gerade wenn mehrere auf einen Typen feuern, machen die wirklich, also richtig Schaden. Ja. Meine, die Geschütze. Ich wollte gerade sagen, deine Minen. Ja. Was? Legt man halt auf. So. Wo ist er hin? Sag mal, hat er den jetzt nicht markiert? Was macht er eigentlich den ganzen Tag? Nein, den ganzen Tag? Ja, anscheinend nicht zocken. Ey, meine Fresse. Also, ich reg mich jetzt nicht so oft über andere Spiele auf, aber das ist gerade echt schon krass. Du bist einfach zu viel schon gewohnt. Oder zu wenig. Nee, warte. Oh, fuck! Ich horst. Ach, schön. Viech? Ah, Geschwindigkeit. Sehr schön. So, jetzt haben wir einen Boost, mit dem wir uns schnell bewegen können. Ich glaube 35%. Das ist mal. Ich bräuchte 500 und würde dem Monster immer noch nie hinterherkommen. Ja, aber
Der muss es doch nur markieren. Hä, wie bist du so schnell dort vorgekommen? Boost. Achso, jetzt seid ihr natürlich alle noch schneller als ich. Mal sehen, was wir sehen. So. Mal sehen, was wir sehen. Da ja kein anderer das Vieh markiert, muss ich das anscheinend übernehmen. So, da unten ist er. Man kann eben wirklich nicht markieren in dem Modus, was einerseits natürlich für das Monster nur fair ist, für mich... Wenn es nicht solche Quick-Marker, oder? Recht Arsch, genau die meine ich. Scheiße, ich verliere gerade Leben. So. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich hier durchkommt. Oder außen vorbeigeht. Bitte komm hier hoch, bitte komm hier hoch. Oh, da dreht er um. So, hat er gefangen? Nee oder nee? Boah, was macht der? Ey! Open. Lustiger Effekt. Ich hab Baschis natürlich jetzt nicht ausgestellt. Im Chat. Dieser mutierte Organismus würde einen hübschen Profit einnehmen. Achso, was soll ich. Wer ist das? Markim in Englisch? Keine Ahnung. So viel zu unseren Englisch-Skills. Mark the Monster. Oh. Mark das Monster. Mark das Monster. Jawohl. Ach, meine Güte. Was? Oh, so. Nein, ey. Warum? So. Relay? No Relay? No Relay? Ja, das sich vorher... Ja, das sich vorher entwickelt. Nee, lass mal Relay. Ja, ich bin dabei. Ich vermine hier gerade alles mit meinen Geschützen. Boah, hat gereicht. Mann, was für eine Scheiße! Werdet ihr gerade vom Monster gefickt, oder? Where are you? Oh, we are at the Relay. At least me. Ich krieg die Scheiße nicht alleine hin! Klasse Ding. Oh, Scheiße! Das Biest hat mich erwischt! Ich dachte, das ist so eine unausgesprochene Regel, dass man bei sowas dann zu den Relais geht. Bleibt in meiner Nähe. Brauchst du Uni Höhlen? Ape ist gestorben, wie er gelebt hat. Ja, oh, das schaffen wir, Uni. Ape ist gestorben, wie er gelebt hat, laut. Klar, der war eher leise. Ach du Scheiße, Alter. Also ohne Trapper hätte ich in dem Spiel ja gesagt, ist eh schon die ganze Zeit, aber ohne Medic ist scheiße. Ja, das wird jetzt interessant. Der frisst sich jetzt natürlich erst voll, oder? Ja. Eigentlich gut für uns. Aber am Ende wird's. Ne, der frisst sich nicht voll. Okay. Angst! Wow! Alter, was geht gerade ab? Klasse Ding. Alter, ich will das anders spielen. Nein, wirst du nicht. Punkt. Aber fuck, das war eine beschissene Runde gerade. Alter. Das war richtig. Also, das ging mir jetzt gerade echt auf den Sack. Können wir jetzt bitte mal alle unsere normale Klasse spielen, die wir auch können? Damit wir auch mal gewinnen können, bitte. Ne, shit. Mir fehlen noch 125 für Hype. Wetten, nächste Runde spielst du Support und ich Medic. Dann tauschen wir. Das geht ja noch. Ja. Nee, aber das ist Schwachsinn, ey. Was hat... Nee, jetzt mal ehrlich. Was hat er gemacht? Weiß er nicht, wie man ein Vieh markiert, oder... What? Ich glaube, der hat die ganze Zeit daneben geschossen. Das was? Man kann nicht... Du kannst noch wechseln, da ist Soldes frei. Möchtest du Monster spielen? Soll ich? Komm, mach eins. Ach nee, das geht doch nicht. Ach so, ja stimmt. So, Jungs und Mädels, jetzt seht ihr, wie man Oberpro-mäßig mit einem Goliath stirbt. So, was habe ich jetzt für Schadensresistenz? Ich mach's dir leicht in dem K-Ra. Das ist nett. Fressgeschwindigkeit finde ich ja sehr nice. Bewegungsgeschwindigkeit ist natürlich auch nicht schlecht.
Ich mag aber Fressgeschwindigkeit, damit kann ich mich nämlich relativ stealth überall bewegen und vollfressen. Kayra Griffin. Der gefährlichste Kolja der Welt. Kayra Griffin, wer ist der das? Willst du mir nicht sagen oder was war das gerade? Der eine weiß ich nicht, habe ich selber nicht gesehen und das andere ist von Markov, ganz normales okay. Computer. Ja, und es sagt keiner was. Totenstille in einem Schiff. Totenstille, na gut. So. Hm, wer hat's sagen in so einer Kiste? Gehen wir mal hier lang. Ach so, er hätte das ja sowieso nicht gehört. Nee, stimmt. Also, ich kann jetzt natürlich auch nicht lesen, was die anderen so alles schreiben und so machen. Soll ich's dir vorlesen? Kannst du gern machen. Ist mir jetzt relativ egal. Alter, wir haben schon verloren. Goliath noch nie gewonnen. Goliath, 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 Goliath. Scheiße, Goliath. Was? Regt euch gerade drüber auf, dass ich ein Goliath bin? Gott, ich hab... Oh Gott. Die denken anscheinend, dass ich einen Skill hab mit dem Viech. Was so allerdings nicht stimmt. Ich fühle mich so allein. Um genau zu sein, habe ich eigentlich erst einmal Goliath gegen dich gespielt. So, könnten wir jetzt bitte irgendeinen Weg finden? Nein. Solche Lappen, die fliegen hier einfach nur rum. Alter, hat er überhaupt eine Ahnung? Also wenn ich raten müsste, würde ich jetzt einfach mal dorthin gehen. Nur den Fußspuren nach. Es gibt keine. Was? Ich wollte extra eine falsche Fährte legen. Es gibt nur eine Fußspur am Anfang. Mittagssnack? So. Ich muss auf jeden Fall vermeiden, von euch gesehen zu werden. Also, das ist auf jeden Fall der Plan, dass ich möglichst lange versuche, hier unbemerkt irgendwie durchzugehen. Und mich schön dabei zu entwickeln. Ich weiß aber nicht, inwieweit das gelingen kann jetzt am Anfang. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Alter, wir haben so einen unfähigen Trapper. Das ist Wahnsinn. Das macht mir übrigens Hoffnung. Was soll... Ich bin der Medic, warum rennen die mir alle hinterher? Die haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass der Trapper nichts kann. Oh, der ist gegangen, der ist gegangen. Ja. Unser Assault ist gegangen. Das war natürlich genau in den Vögeln drin. Welche Vögel? Uncool. Hä? Wieso werden die nicht angezeigt? Warte ich nicht. Echt nicht? Nee. Zu weit weg vielleicht? Nee, nee. Nee, nee? Wie kannst du dir da so sicher sein? Das gibt's nicht. Zu weit weg wird er auf der Map angezeigt. Ja, eigentlich. Dachte ich nämlich auch, aber. Ich weiß nicht. Nee, stimmt eigentlich. Alter, die Map ist riesig. Also ihr seht schon, ich mache natürlich auch alles mit Schleichangriffen. Damit ich nicht die Aufmerksamkeit von irgendwas hier auf mich ziehe. Hm. Was? Ah. Natürlich wurde gerade oben nicht mein Schild klein geprügelt und dafür gibt's noch nicht mal viele Punkte. Ho, ich bin eigentlich wieder bei dir in der richtigen Richtung ist. Sinnlos. Und der Rest ist ganz weit weg. So, ihr lest also schon, eigentlich könnte ich mich jetzt entwickeln. Ich möchte aber gerne etwas Abstand erstmal zwischen uns. Alter, stirbt jetzt gerade wirklich einer? Ist es wahr? Muss ich das nicht überleben? Don't go alone, learn to play. Wer schreibt jetzt was? Der Tervis, der die ganze Zeit diesen Spacken spielt. Was der schreibt, don't go alone? Hm. Don't go alone. Ja, wo, was? Alter, was habt denn ihr gemacht?
Hat er was? So, Stufe 2. Damit lässt sich doch schon mal arbeiten. Alter, jetzt weiß wieder keiner, wo der ist. Ja, super. Ach komm, ich hab vielleicht 3 oder 4 Mal Monster gespielt und das immer nur gegen dich. Du tust so, als könnte ich das. Mit Stufe 3 bringst du das dann sicherlich, ja. Ist aber auf jeden Fall mal witzig jetzt zu zeigen, wenn im Let's Play. Fuck, hier waren Vögel! Dammit! Ihr seid hier! Fuck you! Ich muss sagen, die rote Farbe fällt ganz schön auf. Alter! Boah, was ist denn das für ein unfähiger Mensch, ey? Oh, der Supporter noch dazu, ey. Ich gehe feste. Tja. Nee, oh, nein. Oh. Ihr Lappen. Open, 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 open. Das konnte ich jetzt natürlich nicht hören. Logischerweise, weil Sprachchat funktionierte halt nur in die eine Richtung. Alter, ich könnte ihn schlagen. Auch ein Trapper? Ganz. Warum darf ich nicht Monster spielen? Ich würde alle am Leben lassen. Das ist mir so egal. Ist ja nicht. Oh fuck. Was? Devil? Was? Wurde ich markiert? Nee. Ach! Der Harpune, der ist Griffin! Nicht ey. Der Harpune, der ist Griffin. Die Harpune, der ist Griffin. Was will er? Ah, falsche Taste. Ich mit meinem super mega Verständnis. Ich hasse diese scheiß Harpunen, Alter. Oh, fuck, Mann! Ihr merkt, wie begabt ich im Spielen des Monsters bin. Whoa. Fuck. Asshole. Ah. Komm mal mit. Wolltest du mich das wirklich in die Falle da locken? Versuch was wert. Alter, du kannst ja nicht den Typen dort hinten killen. Das kannst du nicht bringen. Boah, fick dich. Ah, fuck! Oh, Alter. Alter, ihr habt so einen scheißfähigen Supporter. In dem Fall. Ich krieg hier übel. Ich krieg hier übel einen drauf. Das ist so krass. Alter, lass den liegen! Oh, so ein Homo! So, das erschwert natürlich jetzt die ganze Sache für mich. Ich hätte auf jeden Fall den 4. Skill ausbilden müssen, das war ein völliger Fehler von mir. Sehe ich gerade aber auch selber ein. Hab ich dich getroffen? Weiß ich nicht. Hast du? Boah! Mann, geht ihr mir auf den Sack. Wieso? Frag dich mal drum. Hui! Der schnellste Medic der Welt. Hä? Wo ist er hin? Wow! Nein, was macht denn der? Hm.
So, das ist natürlich dünn für mich. Hast du uns natürlich abgehängt. Das ist schön. Also, ich weiß nicht, ob der eine noch an dir dran ist. Schön. So, Griffin. Da habt ihr ja sicherlich Bewegungsfallen. Das ist blöd für mich. Ziemlich dumm gesetzte Bewegungsfallen. Ja, aber trotzdem Bewegungsfallen. Also du bewegst dich seltsam, wenn du dort reinläufst. Na gut. So, ich kann nur versuchen, mir jetzt wieder halbwegs ins Filter zu fressen. Und vielleicht nach Möglichkeiten nochmal mich zu entwickeln. Also anders hätte ich jetzt auf jeden Fall keine Chance. 9 Minuten habe ich noch. Das könnte reichen, Stufe 3 wenigstens zu kommen. Oh, ich werde dazu... Oh, Alter, hast du ein Schwein, dass die so dumm sind. Ey, ihr habt aber einen sehr fähigen Support. Also mit seinem Schild hat er mich schon übelst genervt. So. Alter, ist das euer Ernst? Don't go solo und dann in die falsche Richtung, oder was? Ihr wisst, wo ich bin? Ah ja. Ich laufe denen jetzt hinterher. Das sollen sie doch verlieren, wenn sie so dumm sind. Habe ich kein Problem. Wie ist denn das, wenn die Zeit abläuft? Jetzt nicht, dass ich das anpeile, aber dann habt ihr gewonnen, ne? Ich sehe gar keine Zeit. Ich habe die bei mir auf der Tastatur stehen. Ich weiß nicht, ob die bei dir irgendwo angezeigt wird. Ach, Mädels. Dann laufe ich euch eben mal hinterher. Weil ihr ja so fähige Hunter seid. Jetzt geht ja auch schon Rage-Modus. Ich dachte, das ist mir vorbehalten. Alter. Es ist... Alter, jeder weiß, wo du bist, nur die, nee. Ich wette, der Supporter weiß es auch, der will bloß nie. Der will bloß nie. Der will bloß nicht sterben. So. Deswegen bleibt er immer in meiner Nähe. Weil der hat nur noch sehr wenig Leben gerade. Achso. Es war natürlich pure Ignoranz von mir, dass ich mich jetzt verraten habe. Hä? Vögel? Ich sehe wieder keine Vögel. Ich bin blind oder was? Möglich. Pam! Huch, wo sind die zwei hin? Siehst du? Don't go solo. Warum? Was passiert? Nee. Weil der eine Typ gerade vor der Weg rennt, weil wir gerade hier stehen. Achso. Medic, don't go solo. Wieso denn nie? Der Typ hat keinen Plan, ich kann mich selber heilen. Wieso sollte ich nicht selber gehen? Rage Mode! Echt? Was? Oh, ich könnte kotzen. Und läufst du gerade schön an uns vorbei. Könnte sein. Ich hoffe's. Verrate ich jetzt mal nicht, ich hab dich gerade gesehen. Ich lass ihn mal machen. Ist natürlich ein Zwist zwischen den Jägern, ist natürlich nur gut für mich. Oh, hat er dich gefunden oder was hat er denn jetzt markiert? Hä? Eine Fußspur. Ist der dumm? Nimmst du eigentlich Schaden durch das braune Wasser? Ja. Okay. Was macht er? Oh, Alter. Seid ihr wirklich so. Ich wollte gerade sagen, die wollten sich gerade echt von der Kehrtwende beeindrucken lassen, ey. Mit welcher Kehrtwende? Wo du dich rumgedreht hast. Hä? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wenn ich mich rumgedreht habe. Ist schon eine Weile her. Also zumindest vom Weg her, den du schon zurückgelegt hast. So. Alter, das ist so Wahnsinn. Echt, das ist... Boah, ich bin beeindruckt von so viel Dummheit. Ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, mich zu entwickeln, aber ich möchte mich gerne erst noch an einen relativ safen Punkt bringen. Du bist gerade überall safe. Die Typen stehen einfach nur hier rum. Auf jeden Fall habe ich schon einen Punkt, den ich jetzt anpeile, wo ich mich in Ruhe entwickeln kann, hoffentlich. Und dann möchte ich mir gerne noch ein Schild anfressen, weil ich ja dann doch schon relativ angeschlagen bin. Weil ich sonst doch Sorgen habe. Ja, von eurem Support wahrscheinlich. Und von dir.
Es ist traurig, dass ich das über die beiden Klassen sagen muss, ne? Oh, fuck. So, ich glaube, hier bin ich erstmal relativ safe. Oh, eine Fußspur. Ich tue mal so, als hätte ich was übelst krasses gefunden. So. Jetzt. Stufe 3. Ja, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Das sind solche Lappen, die Typen. Das ist Wahnsinn. Habt ihr keine Ahnung, wo ich bin? Also du vielleicht, weiß ich nicht, aber die zumindest jetzt beispielsweise. Ich erschieße dir ein paar Viecher. Du bist so ein Lappen, Alter. Du sollst mir jetzt auch nicht einfacher machen. Wow, jetzt pass auf, wenn sie jetzt ganz helle sind, dann rennen die unter dorthin. Okay, ich habe mich geirrt. Ne? Die gehören wirklich zur ganz hellen Brigade. Warum? Sind die jetzt wirklich zu dem hier Dings gerannt? Alter, wie weit man mit dem scheiß Granatenwerfer schießen kann, ist ja Wahnsinn. So, ich will mir auf jeden Fall noch ein Schild anfressen. Hab ich euch wieder abgehängt? Es hagelt. Es hagelt? Ich weiß nicht, ob du das siehst. Nee. Schade. Hier ist gerade eine sehr schöne Futterquelle, muss ich sagen. Du bist gerade echt in sein Tor reingerannt. Ach, den hat er erst neu gesetzt. Ah, das warst du, okay. Was war ich? Oh, die Raketen gerade oder Granaten? Alter, weil ich darf dich nicht holen gehen. Nein? Stay at Relay. Gut, das finde ich nice. Alter. Kann ich mir noch gemütlich ein Schild anfressen? Ach, ich glaube, das raffen die nie, oder? Roffel. Die nerven mich. So ein unspektakuläres Spiel habe ich noch nie gespielt. Oh, ich kill mal Vögel. So, jetzt kann ich angreifen. Schild ist voll, Leben ist wieder halbwegs regeneriert. Okay, auf geht's, Jungs. Seriously? Sollte das jetzt mich schaden oder was war der Sinn des Angriffs gerade? Keine Ahnung, den hat er wahrscheinlich vorbeigehauen. Ist es dein Ernst? Ich weiß gerade nicht, wo du bist, keine Ahnung. War einfach nur auf Verdacht. Du hast dich gerade über mich drüber geworfen. Boah, ich wäre geschützt, ist ja geil. Ich wurde noch nie in meinem Leben geschützt. Weil du nur mit mir spielst sonst. Oh fuck. Ich drück nur die falsche Taste. Boah, er hat mich gematcht, Alter. Wahnsinnstyp, ey. Boah, der macht so massive da. Oh, geil. Ich heil mich mal selber. Warum? Du sollst nicht solo irgendwas machen. Ach, nur auf Anweisung. Weißt du doch. Ich kann nicht nur so egoistisch sein. Wo ist der Goliath jetzt hin? Ach, da kommt er. Ich will jetzt endlich erstmal diesen scheiß Support down haben. Geht doch. Du Ficker, Alter! Fuck you! Tschüssi! Alter, echt jetzt? Was? Du verlierst gerade. Ja, ich weiß. Alter, ich hab noch nie die scheiß Goliath gespielt. Sinnlos! Oh Mann, ey. Das sind die noobigsten Noobs, mit denen ich hier zusammen bin. Alter, und sie haben gewonnen. Und ich hab noch nie Goliath gespielt, okay? Scheiße. Alter, du hättest bestimmt gewonnen, wenn die mich nie als Medic dabei gehabt hätten. Ja, nee, der Supporter war gut, ey. Der hat wirklich genervt. Massiv genervt. Naja. Ja, also der hat das Schild die ganze Zeit immer auf den genommen. Sagen, der Trapper sollte eher Assault spielen oder irgendwas, wo er nicht viel laufen muss. Ohne jetzt irgendjemanden zu beleidigen, natürlich. Ja, aber ich hoffe, die kleine Demonstration
Das Goliath hat euch gefallen, wird nicht mehr so häufig vorkommen. Mit ziemlich sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Alter. Naja, zumindest gab es ein paar Punkte. Okay, ich verabschiede mich mal für diese Ausgabe und ich würde sagen, ein, zwei Folgen können wir noch aufnehmen, oder? Ich darf Monster spielen, ja. Okay, alles klar. Also, diesmal Support gegen Monster. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.